Kunden positives Feedback erhält. Darauf kann man schon stolz sein. Möchtest du Teil von Mittwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Sicher dir jetzt die limitierte Arminia Gesundheitskarte mit exklusiven Vorteilen für echte Arminia-Fans. Alle Infos unter unser-gesundheitspartner.de. So, Thomas Peters schreitet zur Bande und legt los. Auf geht's, zweites Achtelfinale. Erster FC Köln gegen den VfL Wolfsburg. Und ich muss euch gestehen, ich bin ein Stück weit parteiisch, denn ich werde das natürlich neutral kommentieren, aber ich schick's mal voraus. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kölner im Wettbewerb bleiben würden, weil sie einfach bisher großen Spaß verbreitet haben, was natürlich nicht heißt, dass ich es dem VfL nicht gönne. Aber was Köln hier bisher gespielt hat, war richtig gut, war richtig torreich, hat richtig Spaß gemacht. Zehn Punkte aus vier Spielen. Erster Schussversuch. Und der Konter der Wolfsburger. Läuft Freistoß für die Wölfe. Auch diese Begegnung gab es jetzt ja schon in der Vorrunde. Sicherlich eine etwas unglückliche Konstellation, dass für diesen Modus genau diese Teams wieder aufeinandertreffen. Köln gewann das Spiel gegen Wolfsburg in der Vorrunde mit 3:1. Jetzt kommt Cissé, der Top-Torjäger der Kölner. Zielt diesmal zu hoch. Namori Cissé. 9, 10 Tore hat er gemacht in der Mittelrheinliga für die Kölner. Anzahl Scorerpunkte hier sind für euch zu entdecken auf freebackcup.de und dann einfach ab in den Live-Score. Auf die Torschützenliste und dann seid ihr bestens informiert.
Wechsel jetzt. Bei den Kölnern. Das Duell da wieder an der Bande, aber soweit gelöst und befreit. Langer Ball gibt den Freistoß für genau. Top-Torschütze des Turniers bisher übrigens. Der Albtraum für jeden Kommentator. Berkan Küpeli-Klinic. Hoffentlich. Von Eintracht Frankfurt. 6 Treffer, 2 Assists, 8 Scorerpunkte hat er. Babis Drakas vom VfB, die Nummer 7 mit 6 Scorerpunkten dahinter. Und Tyron Ken-James-Mata mit 5 Scorer-Punkten. Auch ihn haben wir ja hier schon hervorgehoben. Also, so langsam kristallisieren sich hier die auffälligsten Spieler raus. Hier, wie gesagt, sicherlich bei dem 1. FC Köln, unter anderem Namori Cissé. Und jetzt das Tor für die Kölner nach der Ecke. Pierre Natschombe. Ecke reingespielt, scharf gebracht und wunderbares Timing. Kam Lukas Rix ein bisschen spät für die Wolfsburger, die aber sofort drauf und dran sind auszugleichen. Unter die Latte. Das geht ja gut los hier. Abstoß unter die Latte, das war kein Treffer. Jetzt aber die nächste Möglichkeit für die Wolfsburger. Köln kann Fuß. Riesenparade, Jonas Urbik, der starke Torhüter vom 1. FC. Und das Trömmelchen geht hier in Lübbecke. Karneval im Mühlenkreis. Köller-Alarv. Also Wolfsburg dreht auf. Überhaupt nicht geschockt vom 0:1. Klasse behauptet. Da lange festgehalten, Abpraller genommen! Super Tor! Mit ganz viel Willensstärke. Jill-Lennart Walter. Auch da nochmal einfach durchgelaufen. Nicht stehen geblieben, nicht gehadert. 1:1. Verdienter Ausgleich für den VfL. Ganz klar. Da ist Walter schon wieder unterwegs. Ich sehe. Erster Block der Kölner jetzt wieder auf der Platte. Schussversuch, Jonas Urbik. Wieder Walter, der dreht jetzt richtig auf hier, der Kapitän der Wölfe. 3 Saisontore hat er in der Regionalliga erzielt. Ist damit zweitbester Torschütze mit 3 Treffern. Top-Torschütze war sogar 4. Man hat das also sehr, sehr verteilt, die 32 Saisontore. Der Wolfsburger Standard, jetzt Riesenchance für Walter. Knapp gescheitert, Konter läuft. Überzahlspiel, kriegt den Ball nicht rüber zu Cissé. Bleibt aber bei Köln oder tunnelt er? Den Gegenspieler einfach selber. Viktor Vielbock. Wollte drüberlegen, hat nicht funktioniert. Dann nehme ich ihn halt selber durch die Beine von Johann Dahnke. 2:1 für den 1. FC Köln. Acht Minuten nach auf der Uhr.
Kölner bis auf eine Ausgabe immer dabei gewesen. 19. Teilnahme. Ein Sieg gab es im Vorjahr. Sind der Titelverteidiger. Dreimal stand man insgesamt im Endspiel. ...2001, 2009 und 2018. Also man hat sich immer Zeit gelassen zwischen Endspielteilnahmen. Wolfsburger zum 10. Mal dabei. 2016 standen sie erstmals im Endspiel, verloren dagegen Rasenballsport Leipzig, die damals bei der ersten Teilnahme sofort den Cup gewonnen haben. Die Leipziger. Ballbesitz für die Wölfe. Noch einmal das Foulspiel. Wechsel bei den Wölfen. Köln haben dadurch viel Platz. Abschlussversuch. Immer schwierig, da den richtigen Zeitpunkt so einen Wechsel zu finden. Möglichst hat man selber den Ball. Im Idealfall ist der Weg zum Ball nicht so lang, weil er häufig dann noch diese 4-Sekunden-Regel greift. Gibt auch Momente, dann dauert 2-3 Minuten und du kommst aber nicht zum Wechseln. Und dann gehst du das Risiko, wenn dein Gegner weit weg von deinem Tor den Ball hat, so wie eben gerade gesehen. Das hat ja auch vernünftig funktioniert. Sissé attackiert hier den Torwart. Freistoß jetzt. Und der 4-Sekunden-Regel hat er gut gestellt. Abstand hier eingehalten. Thomas Peters hier. Kuba ist bekannt. 29 Jahre. Sissé. Eingelegt, diesmal besser verteidigt vom VfL. Klasse rumgedreht, Sissé! Und da ist er wieder! Mit dem 3:1. Wunderbar. Solche Tore hat er schon öfter gemacht in diesem Turnier. Dreht sich um die eigene Achse und vollendet dann. 3:1 für die Kölner. Die Tür zum Viertelfinale steht ganz weit auf. Und gegen wen es dann geht, wer wie viele Tore hat, all das zu sehen, freebreakup.de, einfach auf Livescore klicken und durchschauen. Alle Aufstellungen sind da, Torschützen, Ergebnisse, alles was ihr braucht zu diesem Turnier. Bekommt ihr auf der Seite.
Gut aufgepasst da. Wolfsburg jetzt auch mit dem Feldspieler im Tor, ihren Kapitän. Gillenard, Walter haben sie da im Tor stehen. Fünfter Feldspieler, so Tor. Ist immer noch durch Walter besetzt. Klasse gespielt. Walter mit der Glanzparade. Ein guter Fußballer kann alles spielen. So, schauen Sie mal. Zack. Geht da die Pranken hoch. Zur Ecke verteidigt. Jetzt natürlich bei der Ecke der Kölner. Torwart wieder im Tor. Johann Dahmke. Ball an die Latte. Schussversuch hier von Jonas Urbeck. Für die Kölner. Knapp. Ärgert er sich. Wäre wohl die Vorentscheidung gewesen. Urbeck wieder am Ball. Nächster Schussversuch für Viktor Vielwock. Also, Zeit genug wäre noch, um hier mindestens auf Unentschieden zu stellen. Das ist im Hallenfußball überhaupt kein Problem. Das kann nicht Schlag auf Schlag gehen. Walter als letzter Mann. Abschlussversuch. Walter wieder auf dem Weg dahin, wird jetzt attackiert. Schaltet da gut, Ball in die Hand. Das war klasse gespielt. Super gespielt, aber dann wieder gut verteidigt von Vielwock. Oh, da war eine Menge Frust mit bei. Entschuldigt sich aber gleich. Peters eindringlich. Marlo Moretti. Aber nichts passiert. Weiter geht's. In der letzten Spielminute. Da gibt's doch mal die Möglichkeit. Da gibt's doch mal das Tor. Und das war Moretti, der sich eben noch so aufgeregt hat. Schlampig gespielt von den Kölnern. Super reagiert. So, und jetzt ist richtig Musik drin, weil jetzt ist für Wolfsburg alles drin. Wir haben noch 45 Sekunden und nur eine Ein-Tore-Führung für die Kölner. Konter läuft, kriegt den Ball nicht durch. Wolfsburg wieder im Ballbesitz. Das ist eine Überzahl. Oh, den hätte er noch rüberspielen müssen. Da war eine Menge Platz. Eine Menge Platz. So, langer Ball auf Cissé. Der kann das, der kann das. Ein bisschen zu wenig Gefühl in dieser Situation. Wahnsinnig spannend hier, dieses zweite Achtelfinale. Wolfsburg schmeißt jetzt alles nach vorne. Ball an der Decke, Freistoß. Es wird wild. Es wird richtig wild. 16 Sekunden noch auf der Uhr. Zeit genug für ein Tor, für das 3:3, für das 9-Meter-Schießen. Walter nimmt Maß. Ball geht knapp rüber. Es gibt Eckball, weil Urich dran war. So, jetzt heißt es Wachsein für die Kölner. Walter mit dem Schussversuch, das dürfte es vielleicht gewesen sein. 5 Sekunden auf der Uhr, verlieren den Ball nochmal, 2. Das war's, dramatisches Spiel. Der 1. FC Köln gewinnt mit 3:2 und steht im Viertelfinale. Danke an Wolfsburg für echt einen richtig guten Auftritt hier bei diesem Turnier. Wir sind gleich zurück mit Mainz gegen Bayern.